Da sitzt eine dicke Hexe vor, die zwei Eisbecher auf einmal isst und sie guckt voll oft in die Kamera. Okay, die Kamera kommt. Nam, nam, nam. Schauspiel, Schauspiel. Eis, 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 Eis. Bin ich noch im Bild? Scheiße, ich bin noch im Bild. Nam, nam. Ist die Kamera noch da? Scheiße, sie ist noch da. Kannst du mal aufhören zu zoomen? Was hab ich dir beigebracht? Rory ist mein erster Tag als Kameramann. Scheiße, jetzt kommt Angela Merkel. Zoom sofort wieder zurück. Fällt der Knopf nicht. Wo ist der Knopf zum Zoom? Was mache ich denn mal? Das ist das Haus vom Nico. Wer ist denn Nico? Keine Ahnung, sag lieber nichts. Nun ist dieser Verkaufstisch recht groß, aber das Glöckchen steht gar nicht auf der Seite, wo der Kunde stehen würde, sondern beim Verkäufer. Und als Kunde könnte man es auch gar nicht richtig läuten, denn es ist auch so gedreht, dass nur der Verkäufer es benutzen kann. Ist doch scheißegal, hier kauft sowieso jeder ein. Was willst du noch groß Kundenservice machen? Wenn hier einer klingelt, dann bin ich das. So, ich bin da, was willst du? So ähnlich müssen Mr. Ollivanders Gedanken gewesen sein. Moin. Einmal zum Hauptbahnhof. Servus, Sir. Stört es Sie, wenn ich mein Reiselied singe? Nein, Sir. Okay. Ich kenne ein Lied und das geht jedem auf die Nerven. Jedem auf die Nerven. Jedem auf die Nerven. Moin. Hallo, Herr Präsident. Hallo, darf ich Ihre Hand schütteln? Hallo, ja, hallo, guten Tag. Hallo, hallo, ja, hallo. Ja, Sie können meine Hand jetzt loslassen. Okay. Ja. Und wie geht's dir so? Was machen Frauen, Kinder? Wie hängt's? Wie läuft's? Wie geht's? Was sagt der Tacho? Ich habe keine Frauen, ich habe keine Kinder und mir geht es sehr schlecht. Der Krieg macht mich fertig. Überall diese toten Menschen. Überall Waffen, überall Blut. Ich freut mich für dich. Bis dann. Wiedersehen, Sir. Wobei, bei Wikipedia steht auch ein sehr schöner Eintrag zu Richard Griffith. Seine wohl bekannteste Rolle war die des Vernon Dursley in den Harry Potter Filmen. Für die Darstellung des griesgrämigen Onkels des Zaubererschülers musste Griffith im Gegensatz zu Harry Melling, der im Film seinen Sohn Dudley Dursley spielt, keinen sogenannten Fettanzug tragen. Hui, das war jetzt die interessante Information, die bei Wikipedia erwähnt werden musste. Hätte ich nicht gedacht. Wie da das Castinggespräch wohl abgelaufen ist. Harry Melling, ja, sehr schön. Sie sind sehr assi, das gefällt uns. Leider nicht fett genug, aber das kriegen wir mit einem Fettanzug hin. Der nächste. Oh, Richard Griffith, Sie haben sich aber schön vorbereitet. Schöner Fettanzug, den können Sie ausziehen. Oh. Ich liebe dich, Obama! Hi. Hey, du Idiot, steck mal den Umschlag mit Schmiergeld weg. Meine Fresse, ey. Manche Leute, die glauben, ich würde auf die Facebook-Seite von ganz normalen Bürgern gehen und alles, was sie geschrieben haben, sammeln. Glaubt ihr das wirklich? Kamera wackelt. Als wenn ich Zeit hätte für den Mist, Mann. Was interessieren mich irgendwelche Bikini-Fotos von 2009, die ich aus Versehen geliked habe, ja? Lichtschalter. Super Überschrift. In Hogwarts erlernen. Hab ich mir ausgedacht. Aber passt lernen, super okay, zu Harry Potter, ne? Zauberkräfte zu benutzen. Professor Snake ist Spezialist. Außerdem hab ich mir ausgedacht, der Hausleiter von Slytherin. Hallo? Slytherin hat als Zeichen eine Schlange. Snape? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Der muss Snake heißen. Ich hab heute so einen Schädel, ich weiß nicht warum. Na, du hast gestern Wodka getrunken und dann, glaube ich, in meine Badewanne gekotzt. Ach so, ja. Kannst du mal aufhören, an dem Radio rumzuspielen? Es nervt. Hm? Boah, ist kaputt. Hm. Wahrscheinlich billiger Asia-Scheiß. Das hab ich genau gehört. Da, ich hab's auch laut gesagt. Guck mal, Graffiti aus Kreide an der Wand, voll die Ghetto-Schule. Ach du Scheiße! Die haben mich gefunden! Ich weiß nicht wie, aber sie haben mich gefunden! Hey, unsere Mülltonne! Der hat unsere Mülltonne kaputt gefahren! Hier, dreck dich nicht auf! Ihr habt noch 5 andere Mülltonnen! Ja, aber... Dann habt ihr viele Mülltonnen! Es sind echt viele Mülltonnen! Wir haben ein 5AB! 3428 Omega Delta B! Banane im Vektor Alpha Beta! Springer nach E5! Dame nach E5! Ne, also ich habe Gäste bekommen, die hier jetzt mit dramatischem Zoom von der Kamera erfasst werden. Was meinst du denn so dazu, Hans-Peter Horst Karl Helmut Peter? Also ich? Leute, gut, dass ihr kommt. Wir haben etwas super Schlimmes, Grausames gefunden. Hier, voll eklig. Das ist Kartoffelsuppe mit Dill. Kartoffelsuppe mit Dill. Wer kocht so etwas Grausames? Jemand, der sau nicht kochen kann. So, 1, 2, 3 Tropfen Soße reicht. Ach, der gute Tetrapack-Wein für 79 Cent bei Rewe. Gefilmt wurde im London Zoo, wo ich war. Das ist ein geiler Zoo. Richtig gut, mit den coolsten Tieren überhaupt. Unter anderem einem Potosi-Pupfisch. Pupfisch. Oh. Nimm das. Bild nach unten, Taste. Sie brennt.
wieder nach Hogwarts, sonst tot. Ey, passt mal auf, ihr Journalisten von der JAM. Was ist so schlimm, da rein einen Satz mit funktionierender Grammatik zu schreiben, hä? War die Sprechblase nicht groß genug, oder was? Ich finde das diskriminierend. Das stellt mich als Trottel dar. Hier, passt mal auf. Harry Potter darf nicht wieder nach Hogwarts, sonst ist er tot. Was ist los mit euch, dass euch diese zwei kleinen Scheißwörter nicht einfallen? Und ich werde nun live bekannt geben, wie das neue Fresh Dumbledore-Album heißen wird. Achtung, random article. Tubal Weird Butler. Und das wird das Titelbild für das Album. Geht, hadi geht, istemiyorsan. Geht, hadi geht, hiç sevmiyorsan. Yaralı gönlüme. Aber es ist zum Glück nicht alles, was ich kann. Ich kann zum Beispiel auch eine super Kerze. Hier, pass auf. Wow. Oh. Hey, hast du das gesehen? Ey, bam! Was eine Kerze! Ja, hallo, wir müssen eigentlich nicht jedem die Hand schütteln. Doch, ich versuche den Rekord im Händeschütteln zu brechen. Hi! Hallo, ja, viel Glück dabei, ne? Hallo, der wievielte bin ich denn? Der fünfte. Random Awards. Kategorie Kunst. Was tun Sie gegen Arbeitslosigkeit in Deutschland? Ja, gar nichts, ich habe ein Bild gemalt. Verdammt! Wo ist mein A? So, fertig. Sah mein Tagebuch nicht mal anders aus? Ja, vielen Dank, dass Sie in unser Gästebuch reingeschrieben haben. Das bedeutet uns wirklich sehr viel. Sie haben sich ja richtig Mühe gegeben und total viel geschrieben. Das hat sonst noch keiner gemacht. Sie dürfen jetzt auch weitergehen. Ja, bitte, kein Ding. Pass auf, das Gästebuch. Wäre das schlimm, wenn das spontan verbrennt? Ist in Pinkelwurst Pipi drinne? Oh nein, Pinkelwurst besteht aus Getreide und Fleisch. Bist du dumm oder so? Ach so, das wusste ich nicht. Sind das da Scharfschützen? Nein, wir sind Fotografen. Das hier ist eine Kamera. Stellt euch doch mal alle in der Reihe auf. Wir haben uns in einer Reihe aufgestellt, aber die Polizei hat die Fotografen mitgenommen. Komisch. Hey, was macht ein Leprakranke beim Fußball? Er fault! Hey, ich hab nicht zugehört. Worüber lachen wir nochmal? Was? Hi, Colton Murray, ich bin bei YouTube. Ich bin 12 und heiße Bitches Killer! Herr der Ringe, die du kannst nicht vorbei, Szene, ohne zu lachen. Du kannst nicht vorbei. Entschuldigung, ich muss lachen. Ach, kein Problem. Take 237, Action. Harry hat sofort seinen Erzfeind Draco Malfoy, Tom Felton, in Verdacht. Zu Recht, er heißt nämlich gar nicht Malfoy, sondern Malfoy. Oder doch wie sein extrem männlicher Vater Lucius Malfoy im Orden des Phönix. Cool, Daniel Radcliffe hat einen eigenen Film gemacht, der fast genauso heißt wie Harry Potter und der Orden des Phönix. Bin mal gespannt, ob es genauso erfolgreich wird wie in der Kammer des Schreckens oder im Feuerkelch oder im Halbblutprinzen. Hallo, Professor Snape. Harry. Cool, kannst du auf meinem Handy unterschreiben? Okay. Goldmirror, kannst du auf meinem Schuh unterschreiben? Okay. Goldmirror, kannst du auf meinem Edding unterschreiben? Okay. Aber ich werde diesen Edding nie wieder waschen. Du wäschst deine Eddings? Hier ist der Außenreport live von der Pyramidenboy-Arbeitsstätte. Dürfte ich bitte mit meinem Handy ein Foto von ihrer Schulter machen? Was? Leider konnte uns niemand genaue Informationen geben, darum labern wir jetzt Passanten vor unserem Produktionsgebäude an. Jeden Tag labern sie mich an, weil sie keinen Bericht zustande kriegen. Roten Gameboy! Jeder von euch kennt das Problem, man schreibt eine Bewerbung, aber man wird nicht angenommen, weil der Lebenslauf zu scheiße ist oder man hat kein Abitur oder was auch immer. Das Mikrofon ist zu schwer. Hey, man sieht mich gar nicht. Was soll das Mikrofon im Bild? Ich kann das Mikrofon nicht gerade halten. Jo, ihr könnt euch sicher sein, dass ich mit meinem Battle Rhyme keinen verschone. Ich bin so geil, ich brauch zwei Mikrofone. Meine Kette passt perfekt zu meiner Jacke. Grün, grün, grün finde ich als Partei ziemlich kacke. Angie Merkel und Mr. Präsident, wir rappen zusammen, bis euer Ohr brennt. Au. Wir sind famous, weil uns jeder kennt. Wir sind wie auf Droge, doch wir haben nicht gekifft. Es ist ein Wunder, wenn Obama den Ton trifft. Ich nehme mir jetzt mal einen Stift. Ja, ach übrigens, hier in den Kochtöpfen haben Ratten genistet, ne? Gott. Aber keine Sorge, ich hab sie mit Rattengift ausgespült. Gibt's noch was anderes als Gulasch? Oh, natürlich nicht. Und Sie? Oh, ich werde kein bisschen davon essen. Ich hab schließlich gekocht. Ihr dürft das später alles alleine essen. Mach dir keine Vorstellung.
Vorwürfe. Das passiert wirklich jedem, der zum ersten Mal kocht. Ja, wirklich jedem. Ja, ja, das war bei mir auch. Wow. Wollen Sie uns beim Bau helfen? Ja, sonst wird die Alarmärsche ja nie fertig. Ja, dann mal ran an die Buletten. Okay. Das ist übrigens unser sprechendes Regal. Hallo, Regal. Freut mich, dich kennenzulernen. Hallo. Und zack, es ist fertig. Könnt ihr das später so zusammenschneiden, dass es aussieht, als hätte ich das alleine aufgebaut? Und legt die Nationalhymne drüber. Als mein Mann zum ersten Mal nach Deutschland gekommen ist und Angela Merkel gesehen hat, hat er mich sofort angerufen und gesagt, Schatz, die haben Biowaffen. Was ist der Unterschied zwischen Angela Merkel und einem Telefon? Das Telefon kann man aufhängen, wenn man sich verwählt hat. Nächster Anrufer, hallo, wer ist da? Ja, hallo, ich bin's nochmal, Bruce Wayne. Ich meine Batman. Oh, fuck, jetzt habe ich meine geheime Identität verraten. Fuck! Oh, schon wieder ein Problem mit der Verbindung. Hey, hast du gerade gerufen? Oh, scheiße. Du siehst ja genauso aus wie ich. Ja, es gibt nicht so viele Player-Skins. Gibt nur einen auswählbaren Mädchencharakter im Spiel. Oh, du hast gesagt, du hast Waffen für mich? Ja, habe ich. Hier drinnen. Trollolol. Trollolol. Oh Gott, der Hammerkiller will mich mit dem Hammer killen. Wie hätte ich das denn ahnen sollen? Tür öffnen und dann Pizza nehmen und bezahlen. Ach, geht gar nicht. Wir haben ja gar kein Geld. Ah ja, verkaufen wir die Tür. Ja, und das war mein Let's Play von The Schlimms. Oh! Sind das etwa Gummibärchen? Also sowas kommt mir nicht ins Haus, ja? Was ist denn mit den Cheyenne-Pfeffer-Zucchini-Bonbons, die ich gemacht habe? Oh! Oh! Leute, ich hab Angst, was ist hinter der Tür? Oh Gott, ich mach jetzt auf! Ah! Ah! Moment mal! Das ist Treppengeländer, man! Lord Voldemort versus Velociraptor! Ich hab mir einen Zauberstab geschnappt, denn ich bin voll verdorben. Hättest du so wie ich Horcruxe gehabt, wärst du vielleicht nicht ausgestorben. Ich möchte auch etwas sagen. Ich habe jetzt nicht so gut zugehört, obwohl wer hört Merkel schon zu? Ich kann auch so Cheerleader-Fangesänge machen, so. Deine Mutter ist so fett, sie rutscht an beiden Seiten aus dem Bett. Glaubst du wirklich, dass der Playboy dich annimmt? Ich meine, du bist kotzhässlich und mega unsexy. Doch, du hast doch keine Ahnung. Ich bin der Inbegriff von purer Erotik. Ja. Bitte setzt euch alle hin, Kinder. Ohne Scheiß, ein sabberndes Kamel ist erotischer als du. Frauen mit Macht sind sexy. Soll ich mal Luft anhalten? Okay, länger kann ich nicht. Ja, hallo, freut mich sehr, Sie zu treffen. Jetzt ist mir gerade der Name entfallen. Wie hieß Sie nochmal? Ministerpräsident? Enrico Letta. Letta, wie die Halbfettmargarine. Ja, so siehst du auch aus. Das sind meine Fans. Komm mal mit jetzt, ne? Du Kameramann, renn mal ums Publikum rum. Super. Macarena. Diesen Gedanken kann man dann mit einem Brainstorming ausweiten. Vielleicht sogar zusammen mit ein paar Freunden, wenn man welche hat. Was für Tierarztpraxen gibt's denn so? Tierheilpraxis Kuschelflausch mit Dr. Cornelia Honig. Tierarztpraxis Dr. Hackebeil, Spezialgebiet Meerschweinchenkastration. Das interessiert mich. Ich mach Beatbox. Und, wie fandet ihr's? Ja, boah, toll, Mann! Was für ein schönes Bild. Hast du das gemalt? Ja! Toll, was soll das jetzt genau darstellen? Die Hölle! Die Hölle, okay. Deswegen der apokalyptische Hintergrund und hier die Kritzeleien von gequälten Leichen. Ja! Super schön. Du, hast, gib mal deinen Becher! Hey, was soll das denn? Abgezogen! Hey, mein Getränk! Was ist das jetzt hier? Der hat meinen Becher! Oh. Gib mir meinen Becher wieder, Mann! Was? Mein Becher! Oh, willst du wieder haben, bitteschön? Meine Keime! Und du bist ja First Lady, also First Man, also du knallst die, Alter. Töten Sie mich! Ups, sorry, Mann. Hey, das ist mal ein richtig hässlicher Zaun. Ja, kennst das Sprichwort, da möchte man nicht tot über den Zaun hängen? Ja. Ja, ist hier erfunden worden. Ist nicht wahr. Tja, willkommen in Bayern. Ja, hallo, wenn ich mich kurz vorstellen dürfte, ich bin ein Wanderer des Ödlands und Sie sehen so ein bisschen so aus, als würden Sie im Boden feststecken. Und außerdem sind Sie so ein bisschen überlagert oder doppelt, keine Ahnung. Oh mein Gott, der hat zwei Köpfe! Heute Bonbons verteilt, die nicht ganz den Gesundheitsvorschriften entsprechen? Oh ja, die habe ich selber gemacht. Die bestehen eigentlich nur aus Zucker und einem Geheimrezept für gelbe Farbe und aus einer alten Zitrone, die ich seit Jahren in meinem Kühlschrank aufbewahrt habe. Für irgendwas musste die ja gut sein. Neville kotzte Blut und Organe vor Harrys Füße. Sag mal, Neville, brauchst du das Herz nicht noch? Weiß nicht. Ach, ich wünschte, ich hätte so viel Geld, dass ich zum Fenster rausschmeißen könnte. Okay, hier. Harry gab ihm ein paar Goldstücke. Oh, danke. Hui. Ron schmiss das Gold aus dem Fenster und sein Vater Arthur bekam draußen alles auf den Kopf. Sorry, Dad. Macht nix, mein Junge. Was hast du denn da auf der Stirn?
Eine Matheformel? Wir unterrichten doch gar kein Mathe hier an der Schule, mein Junge. Die brauchst du doch gar nicht. Außerdem kannst du die eh nicht lesen, weil die auf deiner Stirn ist. Du bist so dumm. Zum Glück hatte Dumbledore mal wieder seine Brille nicht dabei und erkannte überhaupt nichts. Die Fotos, die er vorher von den Hufflepuffs gemacht hatte, waren auch nichts geworden, da er die Wand daneben fotografiert hatte. Der berühmte Harry Potter fährt also nach Hogwarts. Ja, schon seit Jahren. Das sind Crab und Goyle. Ich weiß. Und ich bin Malfoy. Draco Malfoy. Crab und Goyle. Crab und Goyle. You wanna travel to Hogwarts School? I am Draco and I am cool. Malfoy, Malfoy, ich hab's schon kapiert. Ihr seid richtig hardcore. Ich hab richtig Angst vor deiner Gang jetzt. Also bitte hör auf zu rappen. Bitte hör auf. Malfoy, kannst du überhaupt Englisch? Nein. Und wie beim Domino krachte eine Tribüne nach der anderen zusammen. Außer die von den Lehrern. Dumbledore schaute von seinem Nintendo DS auf, mit dem er die ganze Zeit gespielt hatte, weil ihn Quidditch immer langweilte, und sah sich um. Das Spielfeld war ein einziger Trümmerhaufen, in dem hunderte verletzte, weinende Schüler lagen. Oh je, das wird teuer. Dann spielte er weiter. Wer oder was läuft denn da hinten übers Gelände? Er holte ein Megafon hervor und brüllte hinein. Keine Reaktion. Vielleicht hilft es, wenn ich das Fenster aufmache. Er öffnete das Fenster und brüllte erneut. Lupin in Werwolf-Gestalt und Sirius Black als Hund blickten auf. Oh, sieh mal, da ist Dumbledore. Oh, hallo Dumbledore, ruf, ruf. Was? Ich verstehe nicht, lauter! Dumbledore stellte sein Megafon auf volle Lautstärke, doch in diesem Moment kam Professor McGonagall in sein Büro. Albus, wir müssen miteinander reden. Weihnachten ist vorbei, die Kinder kommen bald wieder und du kümmerst dich um nichts. Das Quidditch-Feld ist noch nicht mal wieder aufgebaut. Moment, ich unterhalte mich gerade! McGonagall hatte einen Hörsturz und Dumbledore wandte sich wieder dem Fenster zu, aber brüllte ohne Megafon raus. Hey, Lupin! Professor Dumbledore, es ist wirklich wichtig, dass wir... Ruhe bitte, ich kann nicht verstehen, was Lupin sagt! Brüllte er sie mit dem Megafon an und wandte sich wieder ohne Megafon dem Fenster zu. Was? Of stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Jetzt vorbei? Jetzt ist vorbei.